Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, die Reaktion auf unsere gestrige Vorstellung unseres neues Optionsscheinpaketes, die war wirklich gewaltig. Ja, viele Leute haben jetzt wieder Lust und ja, Motivation, da wieder zu spekulieren auf unsere ausgewählten Momentum-Aktien, ja, mit ausgewählten Optionsscheinen. Und da gibt es natürlich auch noch ein paar Fragen, auf die ich heute eingehen möchte. Zum einen natürlich noch einmal der Hinweis, für wen eignen sich solche Optionsscheine und in welchem Umfang sollte man da überhaupt spekulieren? Also grundsätzlich, Optionsscheine eignen sich für spekulativ breite Anleger, die einfach sagen, okay, ich weiß, ich möchte sehr hohe Chancen irgendwie am Markt haben, bin dafür bereit, gewisse Risiken einzugehen. Ja? Und diese Risiken, die sind nun mal bei Optionsscheinen im Endeffekt 100% Verlust, wenn die Spekulation eben nicht aufgeht. Auf der anderen Seite kann ich natürlich ein Vielfaches von 100% gewinnen, wenn die Spekulation aufgeht. Und das macht das Ganze so reizvoll. Das heißt grundsätzlich natürlich der Hinweis, Optionsscheinpakete, Optionsscheine eignen sich auch für erfahrenere Anleger, ja, die sich dessen bewusst sind, wie die Funktionsweisen sind, ja, mit welcher Geduld man daran muss und mit welcher, ja, Bereitschaft auch Schwankungen aussitzen zu können. Denn eine Sache ist klar, Optionsscheine, die sind anders strukturiert auch als andere Derivate. Es gibt Derivate, die sehr kurzfristig ausgelegt sind, auf 3, 4 Wochen oder welche auf wenige Monate. Unsere Optionsscheine, die haben eine Laufzeit von bis zu 2 Jahren. Das heißt, im Grunde genommen ist unsere Zielsetzung ins Jahr 2025 gerichtet, Mitte, Ende 2025. Das ist die Ausgangslage unserer Überlegungen. Ja, das ist ganz entscheidend, weil im Endeffekt ist es für uns relativ egal, wie sich die Basiswerte in den nächsten Wochen und sogar Monaten entwickeln. Da gibt es Schwankungen, die kennen wir nicht. Ja, die können wir auch schlecht erahnen. Ja, das ist halt einfach so an den Märkten. Deswegen, Optionsscheine haben den Reiz, dass man sich von diesen kurzfristigen Schwankungen eher lösen kann und eben sagen kann, okay, egal was da jetzt passiert, perspektivisch Richtung Ende des Jahres, Richtung Mitte nächsten Jahres, das ist für uns entscheidend. Deswegen auch zu Jahresbeginn die Konzentration auf diese Momentum-Aktien, also Aktien, die gerade eben von Investoren gesucht werden zu Beginn eines Jahres, weil da eben die statistische Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist, dass diese Aktien auch Ende des Jahres und darüber hinaus in der Gunst der Investoren oben, ganz oben sind und damit eben auch eine gute Performance haben. Ja. Dann natürlich auch der Reiz von Optionsscheinen in Märkten, ja, die zum Teil auch schon gut gelaufen sind, wo einfach das Potenzial von manchen Werten geringer geworden ist. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Microsoft nach der Rallye, Meta nach der Rallye der letzten Tage. Da wird die Luft nach oben natürlich erstmal dünner. Ja, da gibt es eben andere mit Momentum, die fangen jetzt erst an, dieses auszubauen. Da ist natürlich nach hinten raus noch sehr viel mehr möglich. Also wir haben auch Momentum-Aktien im Optionsscheinpaket, die aus einem Turnaround kommen, beispielsweise. Also die Mischung, die wir ausgewählt haben, die ist sehr, sehr gut. Dann natürlich ganz wichtig, Optionsscheine sollte man maximal mit 10% im Gesamtportfolio gewichten. Auch das ein Hinweis. Also natürlich weiß ich, es gibt welche, die traden ausschließlich Derivate. Ja, das sind oft junge, risikobreite Anleger. Das ist nicht unsere Empfehlung. Unsere Empfehlung ist wirklich dezent, diese Spekulationen beimischen. Ja, und natürlich dann die Funktionsweise dieser Derivate. Auch nochmal ein Hinweis. Ja. Diese Optionsscheine, die haben einen Basiswert und die haben letztendlich einen Ausgangswert bei uns, der nahe am Geld liegt. Das heißt, je weiter die Optionsscheine eben ins Geld laufen, je weiter sich der Basiswert von diesem Grundwert nach hinten oder nach oben entfernt, desto mehr greift der Mechanismus des Optionsscheins, desto mehr ist da eben drin. Ganz einfach erklärt. Also je stärker die Aktie sich entwickelt, desto besser die Performance auch im Optionsschein. Das ist auch ein Unterschied eben zu anderen Derivaten. Also das sind solche Grundmechanismen, die man natürlich, und das empfehle ich auch jedem, überall im Netz nachlesen kann. Wir planen aber auch zeitnah nochmal vor unserem nächsten Optionsscheinpaket
ein wirklich ausführliches Webinar zu dem Thema, wie letztendlich die Mechanismen funktionieren, auf was man da zu achten hat. Und das ist übrigens eine grundlegende Tatsache, die gerade aktuell sehr, sehr attraktiv ist, ist die niedrige Volatilität am Markt. Das heißt, wir haben wirklich eine niedrige Vola. Das macht die Kosten für Optionsscheine relativ günstig. Also im Klartext heißt das, in einer Zeit höherer Volatilität könnte der Basiswert unter dem Strich deutlich niedriger sein, aber der Schein wäre genauso teuer, ja, vielleicht sogar teurer. Also deswegen eine niedrige Volatilität ist sehr, sehr gut für die Mechanismen von Optionsscheinen. Also das ist eine Info, die auch essentiell wichtig ist. Dann natürlich auch nochmal, wie funktioniert denn das Optionsscheinpaket in Gänze? Also ihr bekommt von uns 7 Optionsscheine, WKNs, die Begründung, unsere Ziele und alles Weitere. Wir setzen die Käufe dieser Optionsscheine also nächste Woche am Dienstag um. Ja? Das ist unser offizieller Startschuss. Ja? Ihr könnt das natürlich 1:1 auch so machen, dass ihr auch eure Optionsscheine am Dienstag kauft, so wie wir das auch tun. Ihr könnt natürlich das auch schon am Montag tun. Ihr könnt es natürlich auch nur ein bisschen warten. Also da kommt es jetzt nicht auf einen Tag oder eine Woche an. Unser offizieller Startschuss ist dann am Dienstag. Und das ist dann nicht alles, ja, sondern wir begleiten eben unsere Pakete ja fortlaufend. Ihr habt Woche für Woche die Chance, mit unserem Cliff Michel zu telefonieren, nach Mechanismen, nach Einzelheiten zu fragen. Er hält euch da auf dem Laufenden, auch mit monatlichen Updates. Das heißt, wir begleiten dieses Paket auch. Das ist also wirklich ein Service-Paket. Es geht eben nicht nur um die Bereitstellung der Scheine, die wir mit unseren Emittenten zum Teil extra haben auflegen lassen, sondern es geht uns um die Betreuung bis zum Verkauf. Ja, das ist uns elementar wichtig, dass wir euch da nicht alleine lassen in dieser Zeit. Ja, dann natürlich auch wichtig, es gibt da keine Garantien. Ja, an der Börse gibt es keine Garantien, auch nicht, wenn ich eine Aktie kaufe. Ja. Aber eine Sache ist klar, je länger die Laufzeiten sind, die ich auch im Derivatebereich wähle, desto sicherer ist meine Chance, dann eben auch einen Gewinn zu erzielen. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit Optionsscheinen gemacht. Das haben wir gestern im Video auch dargelegt. Unsere letzten Pakete, die haben richtig Spaß gemacht. Und es spricht vieles dafür, dass der aktuelle Zyklus uns weitere Chancen geben lässt, weil eben Hostzyklen, und wir befinden uns in einer neuen Host, einfach deutlich länger dauern als Bass-Phasen, also Phasen, in denen die Märkte korrigieren, in denen es bergab geht. Und in solchen Phasen eben mit Optionsscheinen, parallel zu den Aktien, in die man investiert, dabei zu sein, die ist eben besonders hoch. Also, wer noch Lust hat, kann dabei sein. Wir haben noch ein paar Plätze frei, wobei ich sagen muss, so der Run, den wir aktuell haben, der war schon lange nicht mehr so, liegt natürlich daran, dass die Anleger jetzt durch diese Entwicklung der letzten Wochen auch wieder mehr Mut gefasst haben. Ist auch logisch. Aber, dass es jetzt zu spät ist schon, ja, wie kann man denn jetzt? Jetzt ist doch schon alles gelaufen. Das sehe ich nicht so. Wir haben jetzt das zweite Jahr einer Börsenhost. Klar, wir werden auch wieder Konsolidierung, Korrekturen auch in diesem Jahr sehen. Das wissen wir, das gehört auch dazu. Aber die Perspektiven Richtung Jahresende, vor allen Dingen auch Richtung 2025, die sehen wir wirklich günstig. Wir haben den Höhepunkt der Zinsen erreicht, da geht es eher rückwärts. Die Inflation macht nicht mehr so große Sorgen. Und die Konjunktur, die Weltwirtschaft, die sollte allmählich jetzt wieder Fahrt aufnehmen und uns Richtung Jahresende, Richtung Mitte 2025 dann richtig Spaß machen. Und dann wissen wir ja auch, wer US-Präsident ist. Ja? Und dann wird die Börse damit nochmal loslegen und feiern, weil das ist immer so dann am Anfang einer neuen Präsidentschaft, da gibt die Börse nochmal Gas, weil da sind die 100 Tage, die ersten, wo ja die Präsidenten dann auch ihr Wahlversprechen umsetzen, wo es dann losgeht. Und da reagiert die Börse sehr oft und regelmäßig positiv. Das ist etwas, was eben auch für unser aktuelles Paket spricht. Jetzt wünsche ich euch natürlich noch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, mir war es wichtig, das hier heute nochmal klarzustellen. Und wir sehen uns dann spätestens morgen 17 Uhr natürlich zur ersten Ausgabe der Börsenwoche. Da geht es wieder los. Wieder eine spannende Woche
vor uns. Also wenn ihr Lust habt, Optionsscheinpaket, alle Infos unter dem Video findet ihr das natürlich. Da könnt ihr natürlich das Paket noch anfordern. Ihr kriegt dann alle Daten. Und wer Lust hat, ab Dienstag, da geht's dann offiziell los. Macht's gut, bis morgen.